Alle miteinander, Snipe hier mit einer weiteren Folge Monster Hunter 4 Ultimate. Heute werden wir uns dem Zamtrios widmen. Das ist ein ziemlich cooler Gegner. Ich habe viele Vorbereitungen bereits getroffen, aber Items ablegen habe ich vergessen. Sehr gut. Das ist ein ziemlich cooler Gegner. Er ist wohl auch so ein amphibisches, froschartiges Monster, auf jeden Fall. Aber der ist ein ziemlich cooler Hai, muss ich dazu sagen. Ohne weitere Verzögerung will ich jetzt einfach mal loslegen. Und der ist in einem ganz neuen Gebiet, das wir so auch noch nicht gesehen haben. Dieses Gebiet nennt sich... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sich das Gebiet nennt. Das kann ich gleich schon mal nachschauen. Ich habe das Spiel nämlich bislang auf Englisch gespielt. Das habe ich jetzt gewechselt und habe auf Deutsch umgestellt. Das ist der Frostseeweg. Ich habe es auf Deutsch umgestellt, weil ich jetzt in Planung habe, jetzt wo ich das Spiel ein bisschen länger noch gespielt habe, ein bisschen intensiver und alle Waffenarten öfters verwenden konnte, ein Tutorial zu machen, und zwar für die neuen Waffenarten. Einmal den Insekten Gläfe auf Deutsch, was ein ziemlich blöder Name ist, meiner Meinung nach. Und der... Oh, was war das? Ein Charge Axe. Ich werde sie weiterhin Charge Axe nennen, weil alles andere ist einfach nur, ehrlich gesagt, blöd, meiner Meinung nach. Ich glaube, die hieß auf Deutsch irgendwie Ladeaxe oder sowas. Also, nee, nicht mal Ladeaxe, sondern noch was, was gar nicht mit Charge und Axe zu tun hatte. Ich weiß nicht, also Klinge, irgendwas mit Ladeklinge oder sowas, oder Wechselklinge, also was ganz Blödes. Aber wie gesagt, das ist ja die Charge Axe, das wissen wir ja alle. Und von der will ich auch noch ein Tutorial machen. Ich fange aber mit einem Insektenglaive an, oder Gläfe, weil ich der Meinung bin, dass diese Waffe für mich schon durchsichtiger ist als die Charge Axe. Ich bin mir sicher, da gibt es unterschiedliche Meinungen gegenüber. Ich bin jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, darauf aus, hier zu farmen. Das ist natürlich Quatsch, was ich hier mache. Ich bin mir aber auch immer nicht sicher, wo ich die Monster finde, wenn die denn neu auftauchen. So oft habe ich sie dann doch nicht bekämpft. Den habe ich jetzt, glaube ich, zweimal besiegt. Könnte mich aber auch irren. Vielleicht habe ich ihn auch erst einmal besiegt. Nee, dreimal besiegt. Einmal habe ich ihn bestimmt nicht erst besiegt, weil dann wäre es ja die zweite Quest. Ne, ich habe den schon ein paar Mal gemacht. Ich bin ihm aber oft hier in der Nähe und in der 7 begegnet. Also ich glaube, er wechselt zwischen 7 und 2 am öftesten. Und manchmal wechselt er zur 6. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Muss ich natürlich noch Erfahrungswerte sammeln. Wo wir dabei sind, da ist er. Haut ab. Oh, vielleicht. Nee. So, erstmal ein kleines Combo. Das hat nicht geklappt, aber der dürfte ja auch gleich rauskommen. Deswegen ziehe ich schon mal mit dem Insektenglaive. Zack. Und Schuss. Los geht's, kleiner Bube. Schon mal gleich den Buff. Direkt rot bekommen, sehr gut. Ist einer der schwierigeren Buffs vom Käfer zu bekommen. Ah, jetzt habe ich sie mit weiß ausgetauscht. Naja, gut. Was soll's? So. Jawohl, jetzt habe ich rot bekommen. Jetzt stall ich ein bisschen, aber jetzt seht ihr, habe ich das Verbindungsstück weiß. Oh, und direkt umgenockt. Auch nicht schlecht. Ich habe direkt das Verbindungsstück weiß mit rot verbunden. Und habe dadurch jetzt einen Angriffswaffe bekommen. Das kann man natürlich noch um orange erweitern, indem man die Flosse des Gegners anvisiert oder eines normalen Gegners den Tail. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Mir ging es darum, jetzt die Flosse zu beschädigen. Das habe ich gemacht, um die Subquest zu erfüllen. Es gibt ja extra Rewards. Oh, jetzt ist ein kleiner hier. Ich weiß nicht, wie die heißen, die in klein, aber vermutlich auch ähnlich. Und ich merke gerade, dass es absolut laggt in der Aufnahme, aber dagegen kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel machen. So, der Buff läuft gleich aus.
Das war jetzt nur ein Stun. Hinfallanzeige ist, also den Gegner umzuhauen, indem man auf ihn drauf springt, ist, wird, oh scheiße, da habe ich jetzt unnötigen Schaden genommen, bin halt gebounced. Ist so ein ähnlicher Statuseffekt wie, sagen wir mal, Gift oder Paralyse, für die Leute, die wissen, wie die sich im Spiel verhalten. Also man hat einen Wert, den man den Gegner zufügt, und wenn dieser Wert die Grenze überschreitet, dann wird er halt umgeworfen in dem Fall. Oder halt, das kannst du mit jedem beliebigen Status weiterführen. Also sagen wir Schlaf, wenn die Grenze überschritten wird, dann schläft der Gegner ein. Und und so muss man halt diesen Schaden oder was auch immer, wie man es nennt, Unfallschaden, erstmal aufbauen, bevor man den ein weiteres Mal. Oh, jetzt wurde ich umgehauen. Versuch so schnell wie möglich rauszukommen. Das macht nämlich gut Schaden. Und wie ihr seht, ich bin, oder wie ihr vermutlich hört, ich bin hier schön am Mashen, die Knöpfe. Und man, der Screen hat kaum geruckelt. Also, oh, jetzt werde ich schon wieder von dem. Nee, doch nicht. Und der Screen hat kaum geruckelt. Also, das ist auch. Ich habe jetzt mein Aufnahmeset, zumindest mal von der Stabilität, perfektioniert. Und ich bin gleich am Sterben. Also der Gegner hat schon faustdick hinter den Ohren. Vor allem, wenn man aufnimmt und sich dabei konzentrieren muss. Das ist natürlich schwierig. Also ich habe es perfektioniert. Alles ist fest fixiert, aber trotzdem noch flexibel löslich. Das mache ich mit Klebegummi. Der Name Patafix sagt vielleicht Leuten etwas. Das gibt es einmal in Klar und einmal in Knetform. Die Klarform benutze ich, um den 3DS zu fixieren an der Halterung. Und die Knetfunktion oder die Knetform verwende ich, um. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder gemountet. Auch gut. Und die Knetversion verwende ich, um das. Um die Halterung am Tisch zu befestigen. So, jetzt sollte ich ihn gleich umgeworfen haben, dann werde ich mir auch direkt nochmal einen Buff holen. Worauf ich auch aus bin, ist ehrlich gesagt die Schnauze, klar. Darf man nicht vergessen. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass man das Insekt aufladen kann. Oh, und das hat gerade gut Schaden hinterlassen. Den Sprungangriff benutze ich auch ganz gerne, um schnell und sicher vor allem. Oh, jetzt habe ich seine Nase gebrochen, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob sein Kopf am Arsch ist. Nein, sein Kopf ist nicht am Arsch, zumindest nicht wortwörtlich. Sein Kopf ist höchstens beschädigt oder verletzt. So, jetzt habe ich hier die simple Schallbombe. Ich glaube, die benutze ich aber. Oh, das wird Schaden machen. Boah, die hat da gemacht so viel Schaden. Das ist unglaublich. Da benutze ich direkt einen Megatrank, weil ich in die Ecke gezwungen bin. Aber ich habe noch meinen Buff für eine kurze Zeit. Und ich wurde von meinen Katzen geheilt. Also ich finde die Katzen eigentlich ganz in Ordnung. Eigentlich mag ich sie nicht, ich bin lieber alleine unterwegs. Aber seitdem ich gezwungen wurde, durch eine Story-Quest Katzen mit mir zu führen, haben die mich ehrlich gesagt nicht so sehr gestört, wie sie es früher immer getan haben. Und jetzt sind sie einfach dabei, die sammeln immer schön Ressourcen ein, und dafür sind sie dann auch gut, hin und wieder flinchen sie mal den Gegner. Was mich dann halt immer an den Katzen stört, ist, wenn die auf einmal dafür sorgen, dass der Gegner sich nur noch um sie kümmert und ich habe nicht mehr, sagen wir mal, ich benutze einen Hammer, dann will ich immer auf den Kopf hauen, oder generell will man eigentlich meistens auf den Kopf hauen, dann habe ich das Problem, dass die Gegner sich auf die Katzen konzentrieren und sich nicht mehr zu mir drehen. Das heißt, für mich wird es sehr viel schwerer, den Kopf anzugreifen. Alter. Jetzt wird er wieder klein. Ich bin auch erst gerade nur zur Hälfte beim Spielen. Also der Kopf ist zerstört. Nächstes Ziel sind die Klauen. Den Tail konnte ich auch beschädigen. Jetzt würde ich halt noch ganz gern ihn painten, aber das macht nichts. Ich habe es nicht geschafft. Man sieht ja, in welche Richtung er flüchtet. Ja, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich so ein bisschen durch Themen gesprungen bin.
Ich glaube, da bin ich mir eigentlich schon fast ziemlich sicher. Ich war gerade bei einem ganz anderen. Ich glaube, bei den Kätzchen. Wie gesagt, die stellen mich halt nicht mehr so. Au. Ist halt nur schade, wenn sie mir dann den K.O.-Schlag versauen. Das. Oh, da habe ich dich aber erwischt, du. Noch seine andere Klaue. Die ist schon kaputt. Meine Asche mir noch gelbe Schärfe. Mist. Komm. Dann halt Insekt. Zurück. Zurück. Der kriegt mich nicht. Dann wetze ich schnell meinen Stein, hab meinen Angriffsbuff. Das ist halt das Coole. Also der Stab ist schon ziemlich cool. Ich habe aber noch nicht getestet, wie viel Prozent dieser Buff gibt. Das müsste ich mal machen. Okay, seine andere Klaue habe ich auch schon zerfetzt. Die gehen ja relativ schnell kaputt, muss ich sagen. Haut das schon wieder ab, oder was? Nee, doch. Alter, Alter, Alter. Ist er am Arsch? Nee, der hat nicht gehumpelt, glaube ich. Bin ich mal gespannt hier. Ich denke aber, der macht das nicht mal allzu lange. Ich denke auch drüber nach, ihn zu fangen. Ich glaube, ich fange ihn. Einfach mal, um auch einen Capture auf der. Also ein Monster auf der. Bei einer Aufnahme eingefangen zu haben. Ich glaube, ich kann ihn schon wieder. Flint. Oh. Und? Nein. Okay, aber was ich jetzt machen will, unbedingt. Schnell, Schallbombe. Hat's geklappt? Ja, hat es. Okay. Weiß nicht, wieso die erste nicht geklappt hat. Ich kenne das Problem von Ragnaktor. Jetzt ist mein anderes Problem, dass ich ihn nicht mit meiner schlechten Schärfe durchdringen kann. Das soll mir recht sein. Ich hab. Oh, jetzt hat was angegriffen. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit. Oh, da ist er schon tot. Ach ja. Also der Insektglaive und vor allem die Solo-Mission, die sind schon ziemlich, ziemlich einfach, muss ich sagen. Die Gegner gehen relativ schnell down. Ich kann ja mal gucken. Also die Aufnahme ging jetzt 12 Minuten. Der Kampf ging. Oh, auch 11. Immerhin eine Minute oder zwei waren Weg zum Gegner. Oh, nee, das war angemessen. Also die Zeit ging doch schneller vorbei, als ich gedacht habe. Als nächstes habe ich vor, jetzt ohne aufzunehmen, ein bisschen zu farmen. Ich will von den kleinen, die Dickhäute oder wie auch immer die heißen, die Fleischhaut. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr komisch an. Will ich ein paar Mal sammeln, damit ich mir die Lanze von dem Zamtrios machen kann. Sehr cool, es hat ein Eiselement, ist relativ stark, gute Schärfe. Also, ich bin auch am Überlegen, ob ich mir vielleicht die Eis-Charge-Eggs machen kann, damit ich sie öfter in Videos verwenden kann. Ich glaube, das mache ich auch. Ich warte noch bis zum Result-Screen und nehme sogar noch auf, welche Teile ich noch für die Charge-Eggs brauche, damit ihr mal so ein kleines Bild davon habt. Ist ja mein Hauptspielstand auch hier. Ich habe jetzt nicht geguckt, was ich großartig bekommen habe. Aber ich habe einen Talisman bekommen mit Kombirate 10. Das ist ein Insta-Skill, den kann man gerne mitnehmen. Ja, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt, wie ihr mich findet, mein Gesicht. Nee, aber ganz spezifisch möchte ich gerne wissen, welches Tutorial ihr lieber habt. Chart oder welches als nächstes machen soll nach der Insect Glaive oder ob ich die Charge-Ex dann doch vorziehen muss. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von mir sehen wollt. Ich mache ganz gerne so ein Tutorial. Andere Leuten zu helfen, macht mir sehr viel Spaß. Zum Beispiel mit meinen Kollegen. Und Leute danken es einem auch und teilen diese Art von Videos. Also da hat jeder was von. Also schauen wir mal, was die Charge-Ex für weitere Items braucht. Ach, das war eine Frostbeutel. Das heißt, wir hatten gerade nur ein bisschen Pech gehabt, dass wir die nicht bekommen haben. Und ich sehe gerade, dass dieses Charge-X noch minus 20 Affinität hat. Aber damit werden wir schon zurechtkommen. Damit bedanke ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ladies and Gentlemen, Snipe out.